So, wir sind soweit, glaube ich, mit der Stadt. Ja? Ich habe mich also im ersten Teil so ein bisschen bemüht, die Essenzen dessen, was in der mayanischen Kosmologie uns über die Kalenderwelt erreicht hat, was wir auf dem Stand unserer intellektuellen Entwicklung heute jetzt auch rational einsichtig mehrdimensional begonnen haben zu verstehen und habe da insbesondere dann auch auf jenen besonderen Teil hingewiesen, der uns in der modernen wissenschaftlichen mathematischen Objektivität der Jünger eben über Global Scaling mathematische Erfassbarkeiten auf einmal erklärt werden konnte, warum die mayanische Messtechnik mit diesem Eichmaß der Zahl 260, um es kurz noch einmal qualitativ zu übersetzen, ist es eine Konstante, die eine höchste Reifegröße darstellt. Und diese Reifegröße spiegelt sich in unserem biologischen Einstieg, wo etwa in der normativen Bezogenheit diese 260 Tage auch entsprechend durchlaufen werden müssen, um als souveränes biologisches Wesen abgenabelt eigenständig den eigentlichen Lebensprozess beginnen zu können. Ich habe dann vor allem also auf die fraktale Kausalität hingewiesen. Da werde ich aber speziell morgen am Nachmittag im zweiten Teil in der individuell angewandten Bezogenheit schwerpunktmäßig mich auch artikulieren, weil damit also dieses Werkzeug eine unglaubliche Handhabung in der alltäglichen Welt bekommt. Hier vielleicht noch eine grafische Ergänzung, nämlich etwas, was sich auch im Maßband der 260 widerspiegelt, nämlich der 26.000-jährige Zyklus trägt in sich fünf solche 5.200-jährige. Und das, was die Mayas konkret gemessen haben, war dieser 5.200-jährige Zyklus. Das heißt, wir haben in der sprachlichen Terminologie mit dem Wort Quintessenz eigentlich noch eine Formulierung. Das heißt, die Quintessenz bezieht sich immer auf eine Ordnungskonstante, dass vier aufbauende Spezifikationen in einer fünften, sozusagen Essenz ziehend, diese aufbauenden Abschnitte beenden und ausreifend artikulieren. Und diese Fünfpoligkeit spiegelt sich in der 260 des Zolkin als das klassisch namentlich definierte Maßband im fünften Zeitschluss wieder. Ich erwähne das deswegen, weil wir momentan in diesem Fraktal in Tagen durchlaufenden fünften Zeitschluss sind. Wir haben mit dem heutigen Tag, wir haben von gestern auf heute in dieser energetischen Choreografie überlagernde Schnittpunkte. Wir haben auf das Jahr bezogen, auf das bin ich jetzt gar nicht eingegangen, auf das Jahr bezogen in einer energetischen Messung, wo also die in der Zwischenzeit auch wissenschaftlich objektiv nachgewiesene Ordnungskonstante der 28 Tage auf dieser planetaren Bühne, sie sind nicht nur eine Maßeinheit, die biologisch im weiblichen Zyklus ja bekannt ist, vor kurzem, im vergangenen Jahr, haben russische Forschungsergebnisse, die in der Testphase für einen möglichen Marsflug Astronauten, Kosmonauten in entsprechenden isolierten Rahmenbedingungen medizinisch-wissenschaftlich begleitet haben, festgestellt, dass auch jeder Mann hormonal auf einem 28-Tage-Zyklus unterwegs ist. Das heißt, 28-Tage-Phasen sind eine Konstante, die unsere Kalender halt nur nicht benutzen. Und darum ist ja auch dieses komplexe Maßsystem, das wir Maya-Kalender nennen, oder Energiekalender, wie ich es auch neutral gerne bezeichne, messen wir ja auch das Jahr in 13 Einheiten zu jeweils 28 Tagen. Und in dieser Maßeinheit haben wir gestern eine solche 28-tägige Phase beendet, gleichzeitig auch die dritte Welle in dem fünften Zeitschluss, also die
Adlerwelle. Ich spreche jetzt kurz mit den Insidern. Für diejenigen, die jetzt da nicht so im Detail informiert sind, mögen wir das ja kurz gestatten. Und das war genau die Adlerwelle. Die Adlerwelle, der Adler steht also das 15. Signum, das 15. Symbol in der mayanischen 20er-Kosmologie, steht also für die Kraft der Mächtigkeit. Sie wird natürlich in unserer Kultur als Machtausübung gespielt. Und genau an diesem Abschlusspunkt dieser Welle ist diese amerikanische Geschichte entsprechend sozusagen ein bisschen entknotet worden, vorübergehend natürlich. Ne? Hat also speziell auch in der heißen Phase dieser Adlerwelle gespielt. Gleichzeitig haben wir also auf der einen Seite einen 13-tägigen Phasenabschnitt beendet und einen anderen 28-tägigen. Und mit dem heutigen Tag betreten wir ja die sogenannte Sternwelle, und sie ist insofern interessant, weil sie der 20. Phasenzyklus ist, der im Zolk'in sich 13 polig und in der angewandten Form 13-tägig mit dem heutigen Tag jetzt auf einem sogenannten Kumulations- und Schnittpunkt, denn diese diese radialen Formen wiederholen sich ja ständig, und innerhalb dieser 13 Tage durchlaufen wir energetisch sozusagen diesen maximalen Reifebereich, kurzphasig natürlich nur über 13 Tage, und haben jetzt die Jahre von 2000 bis 2013 energetisch im Gepäck. Das heißt, fraktal angewandt, das ist ja dann die ganz interessante Bedienbarkeit dieses Kalenderinstrumentes. Also das wollte ich jetzt kurz auch noch zeigen, warum gerade dieser von den Mayas aktiv gemessene Zyklus so interessant ist, weil er in einem größeren Bereich die Quintessenz war. Und damit ist natürlich ein ganz spezieller Entwicklungsprozess, damit auch wenn er jetzt mathematisch linear auf einem Punkt ist, können wir das zonal betrachten. Das heißt, wir sind wirklich also in dieser Intensität hier in dieser Übergangsphase, und damit ist auch gleichzeitig jetzt bereits der nächste evolutive Zyklus in diesem Kalender, aber da komme ich dann später noch ein bisschen deutlicher. Ich bin dann speziell auf diese wissenschaftliche messtechnische Methodik eingegangen, habe also versucht, die Logik der fraktalen Hintergründigkeit, wo insbesondere weit zurückreichend, also bis etwa auf 1 Million Jahre, ist die Erde in immer wiederkehrenden Zeittoren negativ geflutet worden, und hat dann in einem sehr beachtenswerten Entwicklungslevel der menschlichen Spezies die Spezies selbst in diesen Bann gebunden und gezogen. Das heißt, wir waren bis vor 2000 Jahren, da sage ich gleich etwas dazu, mehr oder weniger in der Fixanbindung an diesem negativen Fremdprogramm fixiert. Also das hier, da möchte ich hier vielleicht gleich eine sehr beachtenswerte spirituelle Klärung, die in unserer Gegenwart aufgetaucht ist. Wir sind nämlich als gegenwärtige Generation in dieser außerordentlichen begünstigten Zone drinnen, weil sich darin bei sehr, sehr vielen Menschen bewusstseinsmäßig und wahrnehmungsmäßig im wahrsten Sinne des Wortes bisherige Begrenzungszonen öffnen. Und dadurch kommen uns immer häufiger sehr präzise Klärungen durch, und wir können damit also sehr viel mehr verstehen, was das auf dem Planeten gelaufen ist. Wohl eine der beachtenswertesten menschheitsbezogenen Ereignisse hat tatsächlich mit dieser Wesenheit zu tun, die vor 2000 Jahren als historischer Jesus hier Geschichte geschrieben hat, aber in einer viel größeren Bedeutung, als uns in den institutionellen Religionen seine Rolle hier geschildert wird. Da ist tatsächlich etwas ganz Gewaltiges passiert. Das möchte ich euch aber dann gleich erklären. Ich möchte aber dahingehend etwas vorausschickend euch zeigen. Wir haben in
einer sogenannten Schöpfung es um eine im Wesentlichen Dreischichtigkeit zu tun. Und ich schreibe euch jetzt etwas auf, erkläre es dann auch gleich anschließend. Wir haben eine sogenannte nullte Ebene, eine höchste Ebene. Und da schreibe ich jetzt her, Gott und die Götter. Bitte jetzt das Wort Gott nicht in der herkömmlichen religiösen Begrifflichkeit zu verstehen. Ich erkläre das gleich. Das haben wir eine erste Ableitung daraus. Das sind ganz konkrete Wesen. Und diese Wesen haben noch eine unmittelbare bezogene Abstammungsherkunft aus dieser Stufe. Und dann haben wir eine zweite Ableitung. Das heißt, die Wesen, die auf dieser ersten Ableitung stehen, haben eine Abstammungsgrundlage von der Quelle selbst, Prima und auch Zins. Und auf der zweiten Stufe, Persianer würden von Derivaten sprechen, haben wir es mit Wesen zu tun, die ihrerseits eine Art Schöpfungssekundärprodukt ist, das von dieser Stufe, also von der ersten Ableitung her kommt. Ich erkläre das gleich. So, wenn ich hier Gott und die Götter formuliert habe, dann liegt im herkömmlichen theologischen, religiösen Sprachgebrauch, denn so wie wir es in der monotheistischen Ebene betrachten, haben wir ein Projektionsbild, das eher eine Rückkoppelung darstellt, nämlich so, wie die monotheistischen Religionen im religiösen Glaubensverständnis reflektiert, heute artikuliert und vorstellig sind, sind im Wesentlichen Rückkoppelungsprojektionen, die von der Realität dieser Stufe, also die menschliche Ebene gehört natürlich zu dieser Stufe. Warum ich das neutral gehalten habe? Weil es nicht nur diese Schöpfung, in der wir bezogene sind, sondern auch parallele Schöpfungen gibt, von denen wir kaum etwas wissen. Das heißt also, die Urquelle selbst oder wie es auch gerne von einem Urschöpferprinzip getragen, ist natürlich eine allumfassende geistige Gewissheit, aber die mischt sich sozusagen nirgendwo ein. Sie ist nur als Quellessenz präsent und von dieser Urquelle aus artikuliert sich eine Reihe von perspektivischen Spezifikationen, die dann vom konkreten Wesen repräsentiert werden. Und diese konkreten Wesen in den alten Traditionen wird also von den Schöpfergöttern gesprochen. Das sind konkrete Wesen, die dann für eine konkrete Schöpfung repräsentativ zuständig sind und mit dieser interagieren. In diesem ersten Buch, viele von euch haben es ja gelesen, ist das Buch der göttlichen Brot, wird also diese Klarstellung sehr deutlich präzisiert. Das heißt also, wir gehören zu einer Schöpfung, deren Herkunft natürlich die Urquelle selbst ist, die aber in einer konkreten Schöpfungskonfiguration von Wesenheiten selbiger Kategorie sind Aspekte dieser Quelle, die aber für eine ganz konkrete Schöpfung zuständig sind. Wir treffen das sogar noch in alttestamentaren Formen an, wo etwa dort noch von den Elohim gesprochen wird. Das sind die konkreten Schöpfergötter, die in dieser alttestamentarischen Formulierung noch als Pluralis Begriff genau diese Aussage widerspiegeln. Das ist dann verloren gegangen, weil man durch die Zerfledderung in der polytheistischen vorausgehenden Entwicklung einfach mehr oder weniger sich in einem metaphysischen Chaos verloren hat, war natürlich die monotheistische Klärung als Zwischenschritt sehr wichtig, aber man hat jetzt keine konkreten Bezogenheiten mehr gehabt. Nur was ist passiert? Bestimmte entwicklungsspezifische Grundsichtweisen, wie die patriarchale Kultur ja eine war,
ist diese patriarchale, hierarchische Oberhoheit auf diesen abstrakten Gottesbegriff zurückprojiziert worden. Der strenge Gott, der eifersüchtige Gott, der sozusagen ständig reagiert auf dem, der spurt oder der nicht spurt. Das sind alles menschliche Projektionen, die mit dieser Wissenheit, auch mit denen, nichts zu tun haben, sondern das sind willkürlich sozusagen Vorstellungsprojektionen, die leider an der Wesensnatur unserer Bezogenheit eher verzerrend als orientierend dazu beigetragen haben, was natürlich am heutigen Entwicklungsstand dann zur Folge hatte, dass die Menschen sich von diesen Gebilden begonnen haben, sich zu verabschieden. Das soll jetzt nicht eine Kritik sein, sondern einfach nur eine Sachwahrheitsdarstellung. Wir befinden uns also in einer solchen konkreten Schöpfung. Das sind tatsächlich konkrete Wesenheiten. Die Schöpfergötter, sie tauchen ja auch in einer ganz besonderen Spezifikation in dieser Büchern hier auf. Auch im Sinne einer korrespondierenden, informationsklärenden Unterstützung. Und hier, das, was ich vorhin schon angedeutet habe, in dem Hintergrund, dass in dieser konkreten Schöpfung, die ja Milliarden von Jahren bereits läuft, aber in ihrer speziellen Position, Milliarden Jahre insofern, dass von einer solchen Schöpfungsabsicht, ganz konkreter Zielgerichtetheit, ein erster Schöpfungsinitiationsimpuls ausgeht, der eine Art äußere Plattform formt. Also das, was wir die sogenannte materielle Welt in unserem Sinne haben, ist sozusagen eine vorausgehende Erstschöpfungsbasis, in der eine zweite ergänzende, nämlich Schöpfungsbewusstseinsaspekte aus derselben Quelle, dann in diese äußere Plattform sich allmählich zu integrieren beginnen. Und diese Integration, diese Bewusstseinsimpulse dieser Kategorie haben dann in den institutionellen Religionen den Begriff der menschlichen Seele einen Namen bekommen. Und hier gleich eine Klarstellung, das sind keine Vollkommenheitswesen, sondern sie tragen das Potenzial für Vollkommenheit, und es ist gerade die Absicht, dass das Potenzial dieser Vollkommenheit auf einer äußeren Bezugsplattform ausgelagert bestimmte Vollkommenheiten entwickeln kann. Da irrt sich die institutionellen Inhalte der Religionen, dass sie von den vollkommenen Seelen sprechen, die sozusagen nur in der menschlichen Form abgefallen sind und damit in der Strafe Gottes als sündig gewesen sozusagen auf ihre Hölle warten müssen. Das ist alles Quatsch. Das heißt, die Vollkommenheit liegt im Potenzial, und genau diese Schöpfung dient dazu, dass Aspekte dieser Quelle selbst in der Spezifikation im Außen einen Entwicklungsprozess durchlaufen können, um sich sozusagen selbst zu reflektieren. Das ist philosophisch, theologisch schon seit langer Zeit aufgetaucht, dass die ganze Schöpfung möglicherweise eine Selbstentdeckung der Wesensnatur Gottes wäre. Das stimmt in einem gewissen Sinne, und wir sind alle an dieser Selbstentdeckung live beteiligt, mehr als wir es ahnen. Also es ist bereits eine spezielle Information. So, das bedeutet, dass nun der Prozess, wo das schöpferische Bewusstsein selber in dieser ersten ausgelagerten Ebene, wie die in dieser Schöpfung die menschliche Spezies darstellt. Das heißt aber nicht, dass es in parallelen kosmischen Schöpfungen andere Wesen gibt, die mit uns identisch nichts zu tun haben, aber in der gleichen Kategorie liegen. Und das, was also in den Religionen auch enthalten ist und wovon ich vorhin gesprochen habe, dass nämlich die fremden Götter, die da aufgetaucht sind, einem anderen Schöpfungszyklus entstammen und
die eine andere Richtung eingeschlagen haben, auf der Ebene bitte. Und das sind dann diese gefallenen Engel, die dann die religiösen Mythen sprechen, das sind dann später die Teufel und so weiter. Nein, die liegen auf dieser Stufe, genau auf der gleichen Ebene wie jene schöpfungstragenden Ausgangspositionen, die natürlich auch Wesenhaftigkeit an sich haben, deren ihre Schöpfung wurde hier im vorhergehenden, in der vorhergehenden Erklärung, das war damit gemeint, wurde okkupiert. Das heißt, also auf einer laufenden Schöpfung wurde eine fremde Schöpfungsprogrammatik übergezogen und dadurch, dass die gleichrangig waren, die hintergründig tragenden Ebene, war es jetzt nicht möglich zu sagen, so, der allmächtige Schöpfergott sagte, schleicht euch ihre luziferischen Wesen. Nein, damit kam ein unglaublicher Prozess in Gang, den wir sogar recht gut dokumentiert haben, weil nun diese Aspekte zunächst einmal in der ersten mühevollen Aktivität Impulse setzen konnten. Die östlichen Kulturen haben diese Impulse unter der Bezeichnung der Avatare einen Namen gegeben. Das heißt also, Wesen, die von einer ganz hohen Fülle dieser Schöpfergötter gefüllt waren, sind herausgetreten und im Status quo Orientierungskräfte. In den letzten Jahrtausenden kennen wir einige davon. Wir kennen einen Zarathustra, wir kennen einen Abraham, wir kennen also im Alten Testament sind also einige, und wir kennen vor allem auch natürlich hier diese Wesenheit, die in der historischen menschlichen Gestalt als Jesus hier aufgetreten ist. Und da sage ich euch ganz gleich etwas Entscheidendes dazu. Der ist nicht zufällig dort aufgetaucht. In Global Scaling Mathematik hat er seinen Platz in der jüdischen Zeitrechnung an derselben Stelle, erkläre ich euch morgen Vormittag, an derselben Stelle wie in der mayanischen Zeitrechnung dieser Pakal Wotan aufgetaucht ist. Die sind sozusagen in einer bestimmten kulturellen Zeitrechnung zahlenmäßig an derselben Stelle aufgetaucht und haben beide logistisch das gleiche Prinzip, etwas, denn Jesus in der jüdischen Tradition, die zählt momentan bei 5700 herum, ihre Jahre, das genau auf dieser Superzahl, die ich euch morgen erklären werde, genau zu dieser Zeit taucht auf und in derselben Chronologie auf der Zahlenebene ist dieser Pakal aufgetaucht und gibt eine Korrekturrichtung. Und dadurch, dass die alttestamentare Entwicklung in einer stagnativen Ebene gelandet war, eigentlich schon seit 700 Jahren, das heißt die Entwicklung ist, die alttestamentare Entwicklung hat ja 700 vor Christi faktisch eine negative Spur gewählt und ist in eine Stagnation gekommen. Genau dort taucht er auf, das ist ja immer wieder auch der primäre Hinweis, seine erste Absicht ist, faktisch die Fehlentwicklung zu korrigieren, dort ist er historisch, zivilisatorisch, kulturell gescheitert, aber er ist spirituell nicht gescheitert, denn jetzt wieder eine, kommt gleich wieder zurück, eine kurze, jetzt gebe ich euch das mayanische Zeitmaß. Ich bitte also jetzt jene, die sich nicht im Detail auskennen, das einfach jetzt nicht nur das erzählen zu lassen. Der Tolkien in der Schablone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das heißt, ihr habt alle die Tolkien-Schablone, das 260er-Modul vorstellig. 13 vertikale Säulen, zu jeweils 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das sind auf jeder Spalte 10 Kim. Das heißt also, 20 mal 13 gibt also 260. So, wenn ich nun diese Schablone in der fraktalen Zuordnung auf das übergeordnete Maß der 26.000 Jahre drüberlege, dann heißt das, dass jede Spalte
mit 20 mal 100 Jahren eine 2000-jährige Größe darstellt, Quantität darstellt. Da wir nun durch die mayanische Kosmologie in unserer Gegenwart die Justierungsstelle haben, 2012 nehmen wir das an, da spielt jetzt keine Rolle, ob da 10, 15 Jahre früher oder 10, 15 Jahre später, das ist vollkommen wurscht. Also bleiben wir mal bei dieser 2012, heißt das, dass diese Spalte 2000 Jahre lang genau dort beginnt, wo historisch jetzt auf unserer Zeitspur diese jesuanische Geschichte präsent ist. Das heißt, genau am Startpunkt des 13. Abschnittes in einem relativ großen Zyklus auf die 26.000 Jahre taucht nun der entscheidende Korrekteur auf. Geht zurück. Kommt gleich nochmal. Das heißt, das, was sich in der institutionellen Religion als Sohn Gottes, der da Mensch geworden wäre, gehalten hat, dagegen habe ich nichts einzuwenden, weil sogar zwei dieser repräsentierenden Schöpfergottwesen sich in der Bedeutung in dieser historischen Erscheinung dieses Jesus von Nazareth in die menschliche Stufe eingenässt haben. Und hier ist etwas tatsächlich Gewaltiges passiert, was uns im Wesentlichen im Laufe der Laufe 2000 Jahre aus der christlichen Lehre mehr oder weniger vergessen wurde. Anstelle dessen hat man eine andere Priorität, das eigentlich Schnee von gestern war, wird uns heute alljährlich in der Osterbotschaft als die Erlösungstat Jesu, dass wir den Tod überwinden, dass wir wieder auferstehen werden. Wenn ich gesagt habe, das war Schnee von gestern, Jahrtausende lang hat das die Weisheitsstruktur aller religiösen Traditionen, insbesondere im Osten, natürlich schon gekannt, denn die Reinkarnation war nichts anderes als die Garantie oder das Wissen darüber, dass ich als konkretes, historisches Wesen von meiner Wesensnatur zu einer späteren Zeit wieder auftauche, egal in welcher Interpretation dann die Reinkarnation erläutert wurde. Das heißt, die christliche Ideologie hat ja die Reinkarnation im 6. Jahrhundert verboten, als Glaubensgut verboten, hat dann an ihrer Stadt sozusagen jetzt die große Erlösungstat Jesu projiziert. Ja, aber ist nicht die tatsächliche Erlösungsgeschichte. Wisst ihr, was da passiert ist? Bis zu diesem Zeitpunkt war die Menschheit seit ihrer Okkupation in diesem Drama drinnen, dass sie durch diese Überfremdungsprogrammatik fest angebunden war. Das heißt, die Menschheit war zwangsbeglückt in der übergezogenen geistigen Fremdherrschaft eines Schöpfungskonzeptes fixiert. Das heißt, der Einzelne konnte sich faktisch nicht von dieser Orientierungsebene abwenden. Das, was damals vor 2000 Jahren stattgefunden hat, durch die tatsächliche Präsenz dieser Schöpferebene, dass diese Überfremdungsverbindung grundsätzlich durchtrennt wurde. Da gibt es im Neuen Testament noch einen Resthinweis, das Durchtrennen, das Durchreißen des Tempels im Tempel, die Trennung von einer bisherigen, an fremde Schöpfungsprogramme gebundene Ausrichtung. Jetzt fragt man sich, aha, und warum hat das keine Wirkung gehabt? Weil der Planet als solches in seiner sekundären, da komme ich jetzt dann zu dieser sekundären Schöpfung,
weil wir ein eigenes Sekundärprogramm schöpferisch in der Zwischenzeit als Menschheit geschaffen haben, das dadurch rückkoppelnd diesen Befreiungs-, diesen Verabschiedungsprozess mehr oder weniger so minimiert haben, dass er nicht wirklich kollektiv in der Geschichte gegriffen hat. Aber, wir wissen etwas, einen solchen Zyklus, eine solche vertikale Säule im Zolk'in, bezeichnen wir auch einen solaren Zyklus, 20-polig, fraktal auf 100 Jahre gemessen sind das 2000 Jahre. Und erst wenn dieser 20-Pole-Zyklus hier, liegt die Initialzündung, der Start, und hier liegt das Ergebnis. Das bedeutet, wir haben um 2000 herum, ob jetzt 2012 oder 2013, vollkommen Schnuppe, wir haben um 2000 herum den solaren Zyklus in seiner energetischen Wirkung in der vollen Reife erreicht. Und das ist der Hintergrund, warum wir als gegenwärtige Generation in jene begünstigte Rahmenstruktur gekommen sind, wo zumindest der einzelne Mensch ist auch tatsächlich in seiner Ausrichtung seiner menschlichen Perspektive und Grundhaltung diese Trennung von dieser Fremdprogrammatik realisieren können. Keine Generation von uns war in dieser begünstigten Reifewirkung dessen, was damals jesuanisch stattgefunden hat. Und siehe da, ist wirklich auch kurios, 2012 tritt der alte Papst ab als Repräsentant der ideologischen Konfiguration und punktgenau taucht jetzt ein anderes, mit einer anderen Ausrichtung gestricktes Oberhaupt in der institutionellen Form der katholischen Kirche auf. Das wird doch eine unglaubliche Sekundärwirkung haben. Das wird eine dramatische Welle mit vielen Aufsplitterungen in verschiedenen Abzweigungen zunächst auslösen. Aber die institutionellen Formen der Religionen waren alle überlagerte Programme dieser Fremdprogramme. Nach wie vor, weil sie ego-bezogene, daher gerade jetzt auch diese materialistische Geschichte mit dem deutschen Bischof, das alles gehört, also ist zeitlich punktgenau alles drin. Aber sehr viel, das sind die äußeren Geschichten. Aber das hat natürlich schon in den letzten Jahrzehnten Wirkung gezeigt. Die ganze esoterische Aufbruchsdramatik hat sozusagen diese reifende Qualität dieses Geschehens jesuanischen, das war die eigentliche spirituell wirksame Erlösungstat. Sie konnte uns nicht zwangsbeglücken, weil wir das so gerne gehabt hätten, weil wir damit unsere Souveränität aufgehoben gehabt hätten, die uns als eigenständig sich entwickeltes, selbstverantwortliches Schöpferwesen in der Folge hätten wir sie faktisch dadurch verloren. Das heißt also, wir werden dann nur noch Objekterfüller und nicht souveräne Entwicklungswesen, denn als ich vor Jahren dieses kleine Fachbuch geschrieben habe, habe ich bewusst den Titel, wenn Seelen Schöpfergötter werden. Denn hier läuft ein Prozess, dass die ausgelagerten Facetten, und jetzt erkläre ich da euch einige Spezifikationen, dass die ausgelagerten Facetten, die in dieser Schöpfung wir Menschen sind, und wir Menschen sind sozusagen das Verbindungsstück, das auf der einen Seite die primäre Schöpfung in unserer biologisch materiegetragenen Spezifikation eines Lebewesens, das ja uns in der biosphärischen Verwandtschaft mehr als bekannt einbettet, aber bereits mit dem zweiten Schöpfungsimpuls ausgestattet, als schöpferisches Bewusstsein unterwegs sind. Und der Prozess läuft bereits seit 50 Millionen Jahren. In bisherigen 6 Abschnitten, erkläre ich das im Detail, und dieses 6. schöpfungstragende Zeitalter ist der Hotspot in diesem Geschehen, weil er am weitesten hinausgehen musste,
Bedauerlicherweise haben die Religionen das am weitesten hinausgehen mit einer Fallgeschichte erklärt. Nein, wir haben das Paradies nicht verlassen, sondern wir haben, um tatsächlich diese Verbindung mit der Erstschöpfung herzustellen, vorübergehend einen hohen Anteil unserer schöpferischen Kapazität zurücklassen müssen oder funktionsmäßig stilllegen müssen. Und wir sind faktisch dran außen angekommen, mehr oder weniger in der tierisch entwickelten Rahmenbedingungen, haben dort langsam beginnen können, auf einer evolutiv-biologischen Ebene unsere schöpferische Kapazität in Gang zu setzen. Diese schöpferische Kapazität hat sich also bisher im Wesentlichen auf der mentalen Seite abgespielt. Und darum haben wir auch heute eine begrenzte Sichtweise. Wenn wir von des Menschengeist sprechen, dann meinen die meisten Menschen nur unsere biologisch getragene intellektuelle Fähigkeit. Nein, das ist nur ein spezifisches erstes Ausdrucksinstrument. Und vielleicht auch noch in dem Zusammenhang etwas erklärt. Dieser Menschwerdeprozess ist etwas Paradoxes. Er hat sozusagen, also unsere mythischen Vorfahren vor 15.000, 20.000 Jahren zum Beispiel, haben noch keine zivilisatorischen Errungenschaften in diesem Sinne gehabt, sondern sie waren eher auf der Spur der animalischen Lebensebene, hatten aber bereits eine beachtenswerte intuitive spirituelle Führung und sie waren noch grundsätzlich hellsichtig. Das heißt, der mythische Mensch war sozusagen noch mit einer anderen Wahrnehmungsinstrumentalität. Ich nehme also die Bandbreite der Wahrnehmung hier an. Der historische Mensch in den letzten Jahrtausenden hat zunehmend diese Bandbreite verloren. Das heißt, das Paradox der Entwicklung ist zunächst umgekehrt gelaufen. Wir haben eine ursprüngliche dimensionsbezogene Wahrnehmungsbandbreite verloren und übrig geblieben ist zum Schluss nur noch die biologisch-funktionelle. Also unsere Sinnesorgane und das verarbeitete Instrument unseres Gehirns. Und darum haben wir an diesem Knotenpunkt, an dem wir angekommen sind, im 19. und 20. Jahrhundert, haben wir dann ein menschliches Selbstverständnis definiert, das nur noch biologisch choreografiert ist und nicht mehr geistig. Weil in der Biologie längst die Geistesgabe ein Instrument hervorgebracht hat, also die biologische Form unserer Intelligenz ist natürlich ein Produkt der Geistigkeit, funktioniert aber in der biologischen Instrumentalität. Und das hat dann dazu geführt, dass wir schlussendlich uns im 20., 19. und speziell im 20. Jahrhundert nur noch in einer funktionellen Identität identifiziert haben oder in einer materialistischen Ebene. Aber genau an diesem Tiefpunkt, und das ist das nächste Paradox, hat sich gegen Ende etwas entsprechend bemerkbar gemacht, dass auf einmal diese verloren gegangene Wahrnehmungsbandbreite beginnt wieder aufzutauchen. Das heißt also, wir sind vorübergehend ganz im Außen angekommen, haben im Wesentlichen unsere Geistigkeit vergessen, außer dass sie in der biologischen Ausdrucksform unserer Intellektualität uns natürlich begleitet. Und jetzt bleibt der Richt zurück. Damit waren wir auch außerstande, wir waren nicht mehr in der Lage, die Geister zu scheiden. Das heißt also, es konnte uns ständig irgendetwas geistig verkauft werden, dem wir nachgelaufen sind. Damit ist die Welt des Glaubens entstanden. Und wir sind in dieser Schwelle drinnen, wo wir die Glaubenswelt begonnen haben, mit einer Erkenntniseinsicht wieder zu ersetzen. Was natürlich die Glaubensträger, damit meine ich bitte nicht nur die religiösen Glaubensträger, sondern alle ideologischen Glaubensverkäufer, Glaubensinhaltsverkäufer, haben momentan ein zunehmendes Problem.
denkt an die warmen Politiker, sie können ihre Ideologie nicht mehr an Mann und Frau bringen und so weiter, geschweige denn von den institutionellen Religionen, wenn ihr an den alten, also den alten Papst Benedikt, der ständig in der Welt herumgelaufen ist, ihr müsst wieder glauben, ihr müsst wieder glauben, er hat ständig auf das alte Prinzip hingewiesen, wir sagen euch, wie es geht, und damit passt das schon. Nein, das ist patriarchale Zwischenspur über dass nicht unbedingt böse Absicht dahinter steckt, will ich nur noch betonen, aber es ist nicht die Entsprechung. Ein Schöpferwesen, und jetzt beginnen wir zu begreifen, was gemeint war, im Neuen Testament auch zum Glück artikuliert und niedergeschrieben, wir müssen die Fähigkeit wiederfinden, die Geister scheiden zu können. Und jetzt komme ich zu diesem Begriff zurück. Denn ich habe euch hier noch etwas gar nichts angesprochen. Zunächst einmal, diese Ebene, speziell diese hier, definiert die äußere tragende Plattform, das heißt im Klartext, alle Gesetze in der Materie, alle Gesetze, die in der Funktionalität des Lebens uns heute wissenschaftlich erforscht und bekannt sind, sind die sogenannten nicht veränderbaren, allerdings grenzwertig überschreitenden Bereiche, die dem Wesen dieser Stufe, also in unserem Universum, eben die Menschen. Die Menschen haben sozusagen insofern bereits eine Eingrenzung ihrer schöpferischen Kapazität, die hier noch nicht gilt, denn hier können die Gesetze der Materie aufgehoben werden. Geschieht ständig. Nicht spektakulär, aber geschieht ständig in all den sogenannten Wundern, insbesondere den biologischen Wundern, wenn also unheilbare Krankheiten im Sinne der Kategorie der Medizin mögen gestraft werden. Dann ist es ein direktes Eingreifen, denn wir haben immer, jeder Einzelne von uns hat einen Restaspektvertreter in dieser Ebene. Das, was in der Esoterik unter dem Begriff des göttlichen Selbstes, des höheren Selbstes sprachliche Form bekommen hat, beschreibt diesen Aspekt. Nur wir haben keine direkte Wahrnehmungskorrespondent, die haben wir vorübergehend verloren. Nur von dieser Seite existiert er immer. Und das bedeutet, egal in welcher spirituellen Richtung wir uns dorthin wenden, besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass diese sogenannten dreidimensionalen Gesetze vorübergehend aufgehoben werden können. Für jeden Menschen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, ist aber in einem Seelenkontext drinnen, das will ich also jetzt nicht im Detail erläutern. Das heißt, diese Kategorie kann auf die Plattform direkt eingreifen, kann Gesetze aufheben. Die operativen Wesen sind diesen Gesetzen ausgeliefert, was natürlich im Sinne eines Schöpferwesens alleine schon eine Begrenzung ist, an der wir ständig stoßen in unserer alltäglichen Welt. Das heißt, wir sind von den Gesetzen des Lebens abhängig, wir müssen futtern und so weiter und so weiter und so weiter. So. Aber worin besteht nun diese schöpferische Kapazität dieser Stufe? Sie besteht darin, dass wir die Wahl im Bereich von Wahrscheinlichkeiten haben. Gebe ich euch gleich? Jedes menschliche Wesen, du und ich und alle 7 Milliarden Geschwisterwesen auf dem Planeten, ob sie es wissen oder nicht, spielt dabei keine Rolle, etwas, was ja postuliert ist, wir hätten einen freien Willen. Der freie Wille ist tatsächlich eine geistige Kategorie, die uns die relative Spielwiese offen lässt, ob wir aus der jeweiligen Aktualität der Wahrscheinlichkeitsperspektiven wählen. Wir tun das ständig. Und darum ist der Zustand des Wachbewusstseins, des sogenannten entwickelten menschlichen Bewusstseins, der Schlüssel, wie unser Lebensprozess sich bewegt. Denn in der Wahrscheinlichkeitschoreografie sind sowohl Umwege wie Direktwege immer drinnen.
Und Umwege heißt immer, schmerzhafte Erfahrungsschiene vorübergehend zu wählen. Sage ich euch dann noch einige erklärende Informationen. Das bedeutet, dass diese Wahrscheinlichkeitsperspektive rückkoppelnd beeinflusst ist, und zwar von dieser Ebene her. Jetzt komme ich zu diesem zweiten Derivat der Schöpfung. Das ist eine in der Schöpfung in die Realität gerufene Realität, die nicht von dieser Seite stammt, sondern von der ersten Ableitung. Das heißt, in unserem Universum, wir Menschen, haben innerhalb unserer Entwicklung eine eigene Geistschöpfung hervorgerufen, weil wir zwei operative Instrumente haben, nämlich unsere mentale Vorstellungsfokussierung, bestimmte Inhalte, bestimmte Absichten. Das heißt also, das menschliche Wesen besitzt hier also die Möglichkeit, bestimmte visionäre Absichten, visionär insofern, dass ich eine Absicht definiere und damit einen Fokus schaffe, dem ich folgen kann, ob auch nicht folgen muss. Das heißt, unser mentales Instrument, das auf der biologischen Ebene automatisch funktioniert, unabhängig, ob man seine eigene Geistlichkeit noch auf der Rechnung hat oder nicht, produziert ständig Gedankenformen. Und diese Gedankenformen haben die Fähigkeit, von ihrer inhaltlichen Schwingungs- und von ihrer inhaltlichen Struktur, von ihrer Schwingungsqualität ätherische Formen zu bilden. Der Äther umflutet uns vergleichbar wie die Luft. Das heißt, der ganze ätherische Raum ist ein höherdimensionaler, feinstoffliche Informationsstruktur, also im Wesentlichen kumulierte, verdichtete Gedankenformen schaffen sozusagen einmal eine Art Grundgefüge für eine Wesensform. Und da kommt etwas dazu. Die größte schöpferische Werkkraft, die ein menschliches Wesen besitzt, ist seine Emotionalenergie. Sie ist eine direkte, das heißt, die Menschen haben vollkommen vergessen, dass wir mit unserer Emotionalenergie eine ständige Rückkopplung auf unsere Quellherkunft haben. Das heißt also, mit unserer Emotionalität erreichen wir ständig unser höheres Selbst. Und darum ist also dort ein ganz großes, sage ich euch morgen mehr darüber. Aber auch hier befinden wir uns auf einer offenen Bühne. Unsere emotionalen Qualitäten können so, so oder so gestrickt sein. Sie können von negativer, aggressiver, besitzgieriger, eifersuchtstragender, angsthaltender Form sein. Sie kann aber auch von mitfühlender Qualität, von Herzlichkeit sein, von wertschätzender Art wirksam sein. Das heißt, wir haben die ganze Bandbreite immer offen. Aber wir produzieren eine Ausstrahlungsqualität, die nun in diese mentale Formenwelt die eigentliche Schubkraft liefert. Das heißt also, unsere mentale Seite schafft ätherische Formen. Und diese ätherische Formen werden mit emotionaler Qualität gefüllt und daraus wird das, was wir die Astralwesen in althergebrachter Form schon einen Namen gegeben haben. Diese Astralwesen haben nun eine eigenständige Wirkkraft, weil sie sind kein Produkt dieser Stufe, sondern sie sind ein Produkt dieser Stufe. Das heißt, sie haben zu dieser Stufe eine Rückkoppelungswirkung. Und sie sind sozusagen nur aufladbare Batterien. Sie können sich nur so lange in einer Art Existenz halten, solange sie von einer
emotionalen Energiequalität in ihrer Art genährt werden. Und das ist die Geschichte der vampirischen Sauger, die sozusagen die Menschen generell anzapfen, wenn sie das anbieten. Und hier spielt jetzt die entscheidende Rolle, in welcher Bewusstseinsqualität das Individuum tickt. Genau in der Entsprechung wird sie von der Astralenergie in Resonanz gehalten. Dadurch, dass natürlich vor Jesus schon diese Astralwelt existierte, war natürlich dieses Produkt dieser Überlagerungsprogrammatik existent, und die haben über Jahrtausende alle Register, die letzten zwei Jahrtausende alle Register gezogen, und die Wesen auf der alten Schiene, obwohl sie eigentlich umsteigen hätten können, hat ihre eigene Rückkopplung sie sozusagen daran gehindert. Und sie konnten immer wieder, faktisch bis zur Gegenwart, suchen sie immer wieder sozusagen den. Diese Astralwesen können ausgetrocknet werden, wenn sie nicht mehr energetisch gefüttert werden, verschwinden sie. Mhm. Sie verschwinden einfach. Sie lösen sich auf. Das heißt, sie haben kein Bleiberecht ewiger Art, sondern sie sind ein zeitliches Begleitprodukt, solange sie genährt werden. Und dadurch haben wir so einen Schwierigkeitsfaktor, obwohl eigentlich die Umstiegsebene geöffnet ist, ist sie nur ganz mühevoll, allmählich von Einzelnen erreicht. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich hier gezeigt habe. Da jetzt aber diese Befreiungswirkung, das ist die eigentliche Erlösungsgeschichte, die mehr oder weniger den ursprünglichen Wesen, da kommt noch etwas dazu, muss ich auch noch erklären, praktisch am Reifepunkt der Gegenwart ist diese Erlösungswirkung der abgestiegenen Schöpferebene in die menschliche Kategorie in der höchsten Wirkung, und dadurch sind wir die begünstigte Generation, die diese höchste Wirkung leichter nutzen konnte als die noch weniger entwickelte, denn hier kommt noch etwas dazu. Wir haben im Außen einen hohen Standard kritischer Intelligenz errichtet, und dort gibt es einen sehr klaren Hinweis. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die ganze Menschheitsgeschichte ist machtgetragen, eigentlich immer noch in der Kategorie der Fremdherrschaft gespielt worden, der Ausbeutungsprogrammatik gespielt worden, und mit allen Mitteln legitimiert sie sich, kaschiert sie sich, da gibt es natürlich unterschiedliche Qualitäten, und dadurch haben wir diese Zerreißgeschichte, die heute in der gesellschaftlichen Ebene stattfindet, auf allen Ebenen. Ich habe mir gerade eine Information zugelaufen, die ich euch hier unbedingt erklären soll. Diese Zeittore sind auch räumlich relevant. Das, was ich da erwähnt habe, wo die Möglichkeit existiert hatte, dass fremde Götter zusteigen und hier das Programm unter ihr Programm drüber stülpen, hat auch räumliche, unglaubliche nachhaltige Wirkung, und das Bedeutendste liegt tatsächlich im Nahen Osten. Das heißt, die Erde ist zwar energetisch eine Isolierschicht, braucht aber Öffnungen, damit kosmische Inputs auch für die evolutive Entwicklung immer wieder durchkommen. Und genau das haben sie genutzt, um hier einzusteigen und diese Okkupation hier vor Ort real zu bewirken. Und im räumlichen Bereich ist das größte Einstiegstor im Nahen Osten, also zwischen Mesopotamien und Ägypten, liegend. Ja, und erstens einmal haben wir dort auch die stärkste inkarnative Impulsgebung zur Korrektur. Jetzt habe ich den Moses, habe ich vorher vergessen. Das heißt also, es ist nicht zufällig, dass dort alle monotheistischen Religionen ihre Quellzone haben. Nicht zufällig, weil sie entstammen aus Korrekturimpulsen, haben dann aber ihrerseits wieder andere Wege relativ eingeschlagen. Und den Wahnsinn, den wir momentan in Syrien erleben, wo vor einigen Monaten ein amerikanischer Politiker formuliert hat, Assad muss weg, aber die Aufständischen dürfen nicht siegen, zeigt die ganze paranoide Geschichte, die sich dort
in einem täglichen Gemetzel abspielt, aber auch immer noch im Irak, wird er nur noch lakonisch zahlenmäßig 40, 60, 80, 20 Tote jeden Tag oder jeden zweiten Tag im Irak. Also der Wahnsinn, der dort spielt, hat dann einen Höhepunkt bekommen. Vor wenigen Wochen wurde dort auf einmal Giftgas eingesetzt. Bei aller Dramatik ist es eigentlich nur ein kleiner Teil in dem Gemetzel, was mit konventionellen Tötungswaffen dort stattfindet. Aber die Menschheit hat es kaum verstanden, was da geschieht. Das heißt, der Raum ist immer noch vergiftet. Geistig vergiftet. Und die Menschen, die in diesem Raum noch leben, haben größte Schwierigkeit, aus dieser selbstzerstörenden, vergifteten Struktur als menschliche Verhaltensweise herauszufinden. Ob das die Konfliktsituation der Israelis mit den Palästinensern ist oder die schiitisch-sunnitische Dauergemesselgeschichte in den einzelnen Ländern. Aber, ist euch etwas aufgefallen? Es werden momentan diese Giftwaffen zerstört. Das heißt, es passiert dort etwas, dass die alte Vergiftung sich paranoid dort abfackelt. Und egal wie dramatisch und horrorgeschichtlich es dort in der direkten Auswirkung ist, ist es etwas Ähnliches, was damals im Ersten und Zweiten Weltkrieg hier auch in Europa Geschichte geschrieben hat. Und so Horrorgeschichte es war es letztlich eine Abfackelung. Und den Standard, den wir in der zivilisatorischen Entwicklung, auch wenn wir vorübergehend in eine materialistische Illusionsblase uns zwischendurch verirrt haben, war erst möglich, dass ein bestimmtes negatives Muster sich so selbst paralysiert hat, dass es das kollektive Bewusstsein verändert und wir damit zumindest aufgehört haben, auf der Blutebene, denn die Blutebene das ist die wichtigste Nahrung für die Astralwesen. Denn dort wird so viel negative Energie ständig aktualisiert, das heißt, sie können sich hier wirklich zu Tode fressen. Das heißt also, der ganze blutige Wahnsinn, der sich da geschichtlich im Ort gespielt hat, war die sogenannte extreme Fütterung der Astralwelt. Also das, niemand braucht jetzt eine Angst zu haben, denn das eigene Bewusstsein definiert das Resonanzprinzip. Den Astralwesen gibt es ja wieder von bis. Gibt es auch positive, das sind auch menschliche Wesen, Liebesenergie gelebt. Und das hat natürlich auch eine astrale Entsprechung. Das heißt, wir stehen in einer ständigen, vertikalen Rückkopplung mit unserer ätherischen Astralwelt. Aber wir als einzelne Wesen legen die Frequenz fest. Und darum ist das Bewusstsein des einzelnen Menschen so entscheidend, aber gleichzeitig so schwierig, aus einer bestimmten egomanischen Grundhaltung sich heraus zu emanzipieren. Wer weiß das nicht von uns, die wir herinnen sitzen. Aber wir haben noch niemals, ich betone es, so eine günstig unterstützende Rahmenbedingung, individuell diesen Prozess erfolgreich voranzubringen. Das heißt nicht, dass wir nicht immer wieder hin und wieder Rückfälle haben, kannst du sofort feststellen, wird sofort verstärkt. Wird sofort aus dieser Ebene verstärkt. Wenn du in aggressive Formen kippst oder in Angst, auch Angst ist sozusagen der Zuckerguss für die Astralwelt. Der Zuckerschleck. Das heißt also, in dem Zusammenhang merkt ihr, wie schwierig und darum wird mit so viel Ängsten gearbeitet. Denn sie haben ja, die Astralwesen haben über ätherisches Geist Zugriff auf die mentale Welt. Das heißt, die können auf der Metallebene ständig Informationen in den Köpfen bringen und damit spielen sie sozusagen den Ball zurück auf die mentale Orientierung. Das operative Bewusstsein wird ja über die mentale Schiene im Wesentlichen qualifiziert. Aber etwas, dass ich das nicht vergesse. Als der fremde Götter hier präsent waren, haben sie natürlich Wesen dieser Stufe mit im Gepäck. Die hatten nämlich auch Wesen. Wisst ihr, was das waren?
Das waren die Dämonen. Und wir haben ja interessanterweise, das wissen vielleicht viele von euch, mit der jesuanischen Präsenz wurden die Dämonen eingebunden. Das heißt, der direkte, denn hier ist jetzt, möchte ich euch etwas sachlich klären. Dämonen sind eigene, souveräne Wesen und hatten die Möglichkeit, sich einfach menschlicher Wesen okkupatorisch zu eigen machen und sie in ihrem Verhalten wirklich nicht mehr menschlich zu spielen. Mhm. Das, was heute auch gerne noch als Besetzung beschrieben wird, sind keine Dämonen mehr, sondern sind hochkarätige astrale Megawunzer, die aber fast eine ähnliche Wirkung erzielen können. Das heißt, dieser Teil wird nach wie vor, mit der jesuanischen Geschichte ist also das, haben die Dämonen auf dem Planeten Aktionsverhinderung bekommen. Das war ein ganz gewaltiger Faktor. Aber natürlich auf der Ebene war ein relativer Ersatz bis zum heutigen Tag immer noch in der Wirkung. Und der große Prozess, den ich schon angedeutet habe, in dem wir uns hier befinden, ist der wirkliche gewaltige Übergang. Das heißt, wir haben nun am Höhepunkt natürlich auch negative Auswirkungen, damit wir sie an ihren Früchten erkennen können. Jetzt müssen sie sich deklarieren. Auf der ganzen Welt müssen sie sich diese versteckten, negativ gepolten Wesen deklarieren. Das geschieht laufend. Das heißt, also, sie werden hervorgeholt aus jeder Nische. Aber was ich nicht vergessen sollte, euch hier noch abschließend zu sagen. Wir sind ja insbesondere in der westlichen Zivilisation in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten, in eine materialistische, neurotische Fixierung gekippt. Kollektiv gesehen, nicht jeder Einzelne, aber kollektiv. Der ganze materialistische Wahnsinn, auf den wir berechtigterweise aus verschiedenen Sichtweisen wahrnehmen, aufmerksam machen und selbstständig, dass er damit konfrontiert sind, also nicht auf dieser Spur mitzuspielen. Was ich euch morgen ausführlich erklären werde, wenn ich euch die Zeitalter erkläre, nur so viel jetzt. Wir hatten in der Menschheitsentwicklung ein ideologisches Problem, das in den Religionen stark gespielt wurde. Es gab eine bis in die Gegenwart herein wirkende negative Bewertung des Materiellen als Grundsätzliches und all damit verbunden bis hin zur Sexualität im Speziellen. Das heißt, wir haben auf einer Pendelspur eigentlich Jahrtausende lang ständig eine Glaubenswelt gehabt, die uns gesagt hat, in der Materie, das heißt Reichtum, da ist der Teufel drinnen und nur die Armut ist sozusagen das, was das Richtige ist. Die Sexualität ist sowieso etwas, wo der Teufel direkt im Bett mitspielt, wie auch immer. Das heißt, wir haben in einer Polarität durch Glaubensprogramme eine Geringschätzung des Materiellen gelebt. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das Pendel, wenn das Pendler mal in die andere Seite ausschlagen musste, dass wir es überzeichnet hatten, sollten wir nicht zu sehr gewichten. Aber etwas, woran sich viele von uns in der Zwischenzeit erfreuen, immer mehr menschliche Bewusstseinsfelder beginnen, die Balancemitte zu entdecken, dass wir nicht dem materiellen Reichtum, der sozusagen einen Sekundärwert letztlich definiert hat, im Sinne der Mehrwertillusion, sondern dass wir uns in der Balancemitte beginnen zu bewegen. Das heißt, in der Dankbarkeit und in der Wertschätzung des Materiellen, in all ihren Facetten, einschließlich
der Dankbarkeit unserer Körperlichkeit wissen. Wir wissen ja, wie lange in den Religionen die Körperlichkeit eigentlich gering geschätzt wurde, bis hin zu den Kirchenvätern am Anfang. Und auf der anderen Seite, auf der einen Seite die Dankbarkeit und die Wertschätzung, ohne aber faktisch eine neurotische Überfülle anzuhäufen. Und jedem und jeder von uns, dem es gelingt, in einer Bewusstseinshaltung diese Spur zu halten, stellt fest, dass er auf einmal geistig frei wird. Übrigens, der frühere, von vielen sehr geschätzte österreichische Kardinal König hat einmal bei einer Silvesteransprache, glaube ich, war es, oder sonst irgendwo, hat er gesagt, Armut lehrt nicht nur beten, sie lehrt auch fluchen. Er hat damit eine sehr interessante spirituelle Weisheit einmal angesprochen, dass das ständige Anbieten von Armsein, wie es in der Glaubenswelt lange Zeit gewichtig war, nicht der Weg war, in dem die geistige Entwicklung eines menschlichen Wesens stattfindet. Dass wir uns wir werden aus dieser vorübergehenden Überzeichnung kommen wir schneller raus, als sich das Elena vorstellt. Das heißt also, das ist ein Illusionsgebäude, das natürlich im Moment sich noch steigert. Die Reichen werden noch reicher, die Armen bleiben. Das heißt, das Polaritätsprinzip ist in der Zwischenzeit so kritisch geworden, dass es im dreidimensionalen Massenbewusstsein angekommen ist. Das ist nur eine Frage von wenigen Jahren, bis das implodiert. Gar keine Frage. Also da sollten wir uns nicht allzu viel jetzt den Kopf zerbrechen. Vielmehr in seiner eigenen persönlichen Welt diese Mitte zu suchen. Und diese Mitte beginnt, indem wir wirklich auf der materiellen Seite unserer Wirklichkeit die Wertschätzung, die Dankbarkeit, das behutsame Umgehen damit entsprechend als Gegenwärtigkeitshaltung, das heißt, Haltung wird so etwas wie eine qualitative stehende Welle. Und diese qualitativ stehende Welle geht jetzt so, wie sie bei dem Einzelnen stabil gehalten wird, mit allen Facetten des Alltags so um. Und jedem von uns, dem es bisher gelungen ist, in dieser Richtung sich zu entwickeln, steht fest, dass eine Harmonisierungsqualität im Alltag damit erreicht wird und gleichzeitig aber auch die Fähigkeit, kurios, sich einspielt, eine ausreichende materielle Grundlage zu haben, ohne dass ich ständig irgendwelchen Reichtümern nachlaufen muss. Genau dieses Ausbilden, da steht die große Masse noch bevor. Aber sie ist eigentlich nur ein vorübergehender Reflex gewesen. Das heißt, der ganze konsumistische Materialismus in seiner tatsächlichen, zerstörenden, blockierenden Form war eine evolutiv getragene Pendelschlag, der über eine jahrtausendelange Geringschätzung des Materiellen aus spirituell-religiöser, ideologischer Sicht definiert gewesen. Ja, damit habe ich euch heute schon so viel jetzt aufgetischt, was mir wichtig erschienen ist. Ich werde, wenn ich mir noch kurz erlauben darf, was ich euch morgen anzubieten habe, wir werden morgen natürlich mit dem halben Raum ausreichend das Auslangen finden, wenn wir dann auch noch die Tische dazu aufstellen. Das heißt, ich werde euch morgen die fantastischen, objektiv nachvollziehbaren, mathematisch verifizierten Gesetzmäßigkeiten, die über diese Fraktalwissenschaftsdisziplin Global Scaling, die jetzt nicht nur eine abstrakte mathematische Geschichte ist, sondern die in allen Facetten unseres Lebens schon längst existieren, wir können sie jetzt sagen, aha, das funktioniert alles so, weil es dieser Gesetzmäßigkeit angepasst ist. Es kann also alles nur dieser Gesetzmäßigkeit entsprechend in ihrer evolutiven Entwicklung zugeordnet funktionieren. Also das wird ein Teil sein, den ich euch am Vormittag präsentieren werde. Ich werde euch dann im Weiteren hier vielleicht auch noch einige Spezifikationen in dieser Thematik, die ich jetzt angesprochen habe, noch einige Details dazu sagen. Vor allem also, welche Bedeutung unsere Emotionalenergie in diesem Zusammenhang hat. Das werde ich euch auch noch ergänzen und werde euch dann noch über die Zeitalter selbst einige Verständnisgrundlagen, die uns in der Zwischenzeit über die Wiedereinführung
einsichtig gewordenen Codierungen, die in der Runenebene uns verloren gegangen sind und die uns mehr oder weniger ein bildhaftes Ordnungsprogramm über den Schöpfungsprozess, in dem wir Menschen substanziell die operierenden Fokusse sind. Und das wird also ein weiterer Teil sein, da wird also dann noch ein klein wenig im Nachmittagsbereich noch, werden noch verschiedene Themen dazukommen. Und der Nachmittag wird dann einige Spezifikationen, die weniger bekannt, insbesondere von José Argüelles, der noch zu seiner kosmologischen Ausleuchtung dieser mayanischen Kosmologie dann in seinen letzten Lebensjahren, in seinen hinterlassenen Dokumentationen noch ganz interessante, auch bildhaft nachvollziehbare Dokumentationen, da werde ich euch einiges noch ergänzen, also vor allem für jene, die also schon über das Thema, über die Grundkenntnisse des Maya-Kalenders ins Verständnis gekommen sind, und werde euch dann wie versprochen auch noch schwerpunktmäßig diese individuelle alltägliche Handhabung dieser Gesetze der Zeit in seiner ganz persönlichen Lebensspur auch noch mental handhabbar zeigen. Wer dabei sein möchte, wir werden morgen um 9 Uhr hier beginnen, etwa bis 13 Uhr, dann 5 Viertelstunden, 1,5 Stunden werden wir, je nachdem wie groß die Gruppe ist, werden wir die Mittagspause halten und dann so 14:15, Richtzeit für diejenigen, die ja so nur Nachmittag dazu kommen wollen, 14:15 bis etwa 18 Uhr, 18:30 Uhr werden wir dann den Nachmittag entsprechend dann mit diesen spezifischen Themen füllen. Ich stehe euch gerne zur Verfügung, aber unabhängig möchte ich mich bei allen jenen, die noch heute dabei gewesen sind, entsprechend hier verabschieden und euch noch einmal sagen, lasst euch von dem ganzen operativen Wahnsinn, der sich im Außen an in immer intensiverer Form auch in unserer westlichen Welt zeigt und die scheinbaren Ausweglosigkeiten ihrer Konzepte und ihrer Programme in die Zukunft hinein, lasst euch damit nicht angstbezogen anstecken, sondern beginnt sie zu verstehen als prozesskausale Abläufe, in der wir uns einfach fantastisch befinden, was aber jetzt nicht heißt, dass alle sekundären Auswirkungen, in denen man individuell auch tangiert sein kann, logischerweise auch nicht angenehme Geschichten sind. Ein weiteres Thema, das ich euch auch noch vertiefend zeigen werde, warum wir so intensiv von den wachsenden Elementarauswirkungen in täglich gemeldeter Größe entsprechend hier konfrontiert sind. Schön, was mit euch den Abend zu verbringen. Wer dabei sein möchte, morgen stehe ich noch zur Verfügung.